Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist Zeit für die letzte Session. Es freut mich außerordentlich, Sie nun zur abschließenden Session der Jahrestagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum 2018 in Köln begrüßen zu dürfen. Die Moderation der Session werden Andreas Witt und ich gemeinsam übernehmen. Wir beginnen mit einem kleinen Blick zurück auf die zu Ende gehende Tagung, aber auch mit einem kleinen Blick in die Zukunft auf die nächste Tagung. Anschließend kommen wir dann zum eigentlichen Anlass der Session, der Abschluss-Keynote von Michael Sperber-McQueen, auf die wir alle schon gespannt sind. Noch ein kleiner Hinweis vorab von Andreas Speer zum Organisatorischen. Eine Kleinigkeit, soweit ich weiß. Ja, das ist einfach die herzliche Einladung. Wir werden das, was es an Früchten und vielleicht Gummigetier noch, was Sie nicht aufgegessen haben bisher, stellen wir als Wegzehrung noch auf den Tisch. Ansonsten sozusagen wissen ja alle, die jetzt dann noch die Führungen haben, wo sie sich treffen, nämlich eben auf dem Platz vor dem Dom. Und dann differenzieren sich die Führungen nach Stadtführung, Kneipentour und Domführung aus. Sonst sage ich nur, ich hoffe, Sie haben sich wohlgefühlt in Köln, trotz der Kälte, die wir aber alle teilen konnten. Wir konnten ihr diesmal gar nicht entkommen. Selbst wenn die Tagung woanders gewesen wäre, hätten wir bis nach Sizilien fahren müssen, oder Syrakus, um andere Termine zu haben. Das hat aber hoffentlich trotzdem alles funktioniert. Also, Sie waren wunderschön, wundervolle Gäste und es hat uns Spaß gemacht, Sie hier als ja, Organisationskomitee in Köln ja, begleiten zu dürfen durch die Tagung. Ja, vielen Dank, Herr Speer. Wir sind nun also am letzten Programmpunkt der diesjährigen Jahrestagung angelangt. Wir blicken zurück auf eine ereignisreiche Woche, die für viele von uns ja schon am Montag begonnen hat, für einige sogar schon am Wochenende. Wir erinnern uns an die Eröffnungskeynote von Sibylle Krämer, die dem Stachel des Digitalen nachgespürt hat und damit dem Potenzial des Digitalen eine kritische Reflexion über die Geisteswissenschaften, die Digitalen wie die Etablierten zu befördern. Dieses wunderbare Rahmenthema der Kritik der digitalen Vernunft hat uns dann begleitet wie ein roter Faden durch die Tagung. Es kam immer wieder zur Sprache bei den Vorträgen, Panels und Postern von den Grenzen der digitalen Vernunft. War natürlich häufig die Rede, dann aber auch vom Schlaf der Vernunft oder der hermeneutischen Vernunft. Wenn ich mir das reichhaltige Begleitprogramm mit dem jetzt schon legendären Fight Club im Art-Theater, mit dem Poster-Slam, den Empfängen und den langen Abenden in Erinnerung rufe, dann scheint mir diese Kritik der digitalen Vernunft ist jedoch in sehr gelungener Weise verbunden worden mit einer kleinen Prise Zelebration der analogen Unvernunft. Jedenfalls war es eine Tagung mit einem immer auch selbstkritischen Blick auf die eigenen Praktiken, vor allem aber eine unglaublich dialogische und dialogbereite Tagung, eine sehr inspirierende, äußerst vielfältige und natürlich eine unglaublich gut besuchte Tagung. Darüber haben wir alle uns sehr, sehr gefreut. Nicht zuletzt war es eine fantastisch organisierte Tagung. Und das bringt mich zu einem Thema, dass mir und dem ganzen Vorstand des DHD ein großes Anliegen ist. Wir möchten uns beim gesamten Organisationsteam der Kölner Tagung recht herzlich dafür bedanken, dass Sie diese Mammutaufgabe auf sich genommen haben. Sie haben die Rekordzahlen an Teilnehmerinnen und Teilnehmern souverän gemeistert und uns allen diese wunderbare Woche beschert. In diesem Sinne. Ja, vielen Dank. In diesem Sinne danke an Andreas Speer, Patrick Saale, Franz Fischer, Kilian Toben, Jonathan Blumtritt, Patrick Helling, Jürgen Hermes, Mona Weinle, Klaas Neuefeind, Andreas Witt, Lisa Diekmann, Andreas Mertgens, Öivind Eide, Brigitte Mattiak, Eleftheria Palliou.
Und natürlich an all die zahlreichen und immer hilfsbereiten Helfer mit den orangen Bändchen, die auch jetzt hier wieder da sind und die all überall auf der Tagung immer dann gerade hinter einem standen, wenn man sie brauchte. Wir sind tief dankbar und ich bin sicher, genau. Danke, danke, danke. Ich wollte eigentlich um einen brausenden Applaus bitten, aber das war gar nicht notwendig, das haben Sie schon von alleine gemacht. Nach diesem kleinen Rückblick können wir nun auch kurz den Blick in die Zukunft richten. Es freut mich einerseits, Sie informieren zu können, dass das Programmkomitee für die Konferenz des nächsten Jahres in guter Tradition einen Vertreter aus dem Kreis der diesjährigen Veranstalter finden konnte, nämlich Patrick Saale. Vielen Dank, Patrick. Wo ist er? Vielen Dank, Patrick, dass du diese wichtige Aufgabe übernimmst. Ja, und jetzt freut es mich außerordentlich, das Wort an Armin Hoenen von der Goethe-Universität Frankfurt und an Thorsten Schrade von der Akademie der Wissenschaften in Mainz geben zu können, die uns eine kurze Präsentation der DHD in Frankfurt und Mainz geben werden. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. DHD, holdeste Maid. Bald sind wir mit dir zu zweit. Bist du schon für uns bereit? Denn der Tag ist nicht mehr weit. Sie sehen es, wir haben ein Rätsel für Sie vorbereitet, das ist jetzt eigentlich nicht mehr nötig. Was könnte Frankfurt und Mainz, was könnte daraus gemeinsam werden? Maifurt, Franz, Mainz am Main? Nein! Die DHD 2019 wird zum ersten Mal in Kooperation zweier räumlich nicht ganz so weit auseinanderliegender Städte ausgetragen werden. Von einer Domstadt in die andere mit einem Karnevalsanteil hätte es auch heißen können, aber auch die Skyline von Frankfurt wollen wir nicht unterschlagen. In Mainz und Frankfurt haben wir schon seit langer Zeit die Age-Projekte, das ist vielleicht eines der ältesten, nur das älteste, der Thesaurus indogermanischer Texte und Sprachmaterialien Titus, die sich schon in den 80er Jahren mit Problemen von Transkriptionen mit ASCII-Zeichen für Sprachen, die nicht im UTF-8-Satz vorhanden waren, auseinandergesetzt haben. Und hier sehen Sie die Projekte, die beteiligt sind, wenn wir sie in Mainz und Frankfurt begrüßen dürfen. Ich werde jetzt mal stellvertretend hier die rechte Seite vorstellen, und zwar das CEDIFOR, das Zentrum für digitale Forschung in den Geistes-, Sozial- und Bildungswissenschaften vom BMBF gefördert, was aus der Hessischen Exzellenzinitiative, dem Löwe-Schwerpunkt Digital Humanities, hervorgegangen ist. Und die Goethe-Uni, die TU Darmstadt und das DIPF, das Institut für Bildungsforschung, umfasst, wenn ich Sie jetzt noch nicht ganz mit der Vernetzung innerhalb von Rhein-Main verwirrt habe, dann kann ich dazu nochmal versuchen und kann sagen, wir haben die Goethe-Uni, die TU Darmstadt und die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, die strategische Allianz der Rhein-Main-Universitäten begründen. Und als nächstes wird Thorsten was über das Mindset sagen. Ja, ganz genau. Und wir bleiben, das hat Armin schon gesagt, in der Tradition. Kölle war wirklich gut, aber Lache kennen wir in Mainz auch. Also, wir bleiben in einer sehr schönen Karnevaltradition. Das Mindset, man kann das auch verbrämen zu Mindset, also Geisteseinstellung, besteht aus 6 Institutionen, Akademie der Wissenschaften, Literatur Mainz, Hochschule, Institut für Geschichtliche Landeskunde, Johannes Gutenberg Uni, Leibniz Institut und römisch-germanisches Zentralmuseum. Wir freuen uns alle auf Sie am Standort Mainz im kommenden Jahr. Und worum es gehen wird, das ist ja noch zu lüften. Es geht um ein, wer hätte es gedacht, Doppelstädte-Doppelthema. Digital Humanities multimedial. Und multimodal. Und zwar wird es vom 25. bis 29. März stattfinden. Wir hoffen, dass es dann etwas wärmer wird. Und an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und der Goethe-Universität Frankfurt sowie noch den Orten von den Veranstaltern, die Sie gesehen haben. Die Workshops, das haben wir uns so überlegt, die werden in Mainz stattfinden. Und dann die Konferenz in Frankfurt. Ja, und jetzt ist die große Frage, wie geht das denn? Und da kann man sagen, Digital Humanists, ein Schiff wird kommen und dieses Schiff wird in einer wunderbaren Fahrt und der Skyline den Ortswechsel mit Ihnen allen gemeinsam vollziehen. Jawohl.
am wunderschönen Höchster Ufer vorbei. Und hier sehen Sie nochmal unsere schöne Skyline. Auch für das leibliche Wohl und die Kultur wird gesorgt sein, denn wir haben die berühmte Frankfurter Grüne Soße, den Appleboy, das Städel-Museum, das Museum für antike Schifffahrt, das Gutenberg-Museum und vieles mehr. Und damit hoffen wir, Sie alle in Mainz und Frankfurt im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen. Ja, ganz vielen Dank an die beiden für die Präsentation der DHD 2019. Ich freue mich schon auf die Schifffahrt und auf die Konferenz insgesamt. Und ich darf jetzt an Andreas Witt übergeben, der die Moderation der Keynote übernehmen wird. Vielen Dank, Christoph. Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgetragen worden. Ich soll die wichtigen Stimmzettel für die nächste Mitgliederversammlung schon mal an die Mainzer und Frankfurter übergeben. Die Kölner Stimmen sind Ihnen sicher. Ja, ich begrüße Sie auch zur Abschluss-Keynote, die von Michael Spurberg McQueen. Gehalten wird. Ich freue mich außerordentlich, dass er bereit war, den langen Weg von New Mexico, wo er lebt, nach Köln anzutreten, um hier nicht nur an seine Keynote zu geben, sondern auch die gesamte Zeit an der Konferenz teilzunehmen und wie viele von Ihnen gemerkt haben, interessante Beiträge auch während der Veranstaltung gegeben hat. Sein Name ist vielen bekannt. Einige von Ihnen haben ihn auch schon gesehen, auch schon vor dieser Woche. Michael Spurberg McQueen ist einer der wichtigsten Vertreter der Digital Humanities. Man muss es ja mal vorsichtig sagen. Aus meiner Sicht würde ich auch einen Superlativ verwenden. Er hat in den 80er Jahren oder bis in die 80er Jahre an der Stanford University Altgermanistik studiert. Er hat dort dieses Studium mit einem PhD abgeschlossen und war von 1987 bis 1999 an der University of Illinois at Chicago, dort im Academic Computing Center tätig. Und in dieser Zeit war er unter anderem mit der Beantragung und der Editierung der Guidelines der Text Encoding Initiative beschäftigt. Also er gehört zu dem Team und zu den beiden auf den alten grünen, später blauen Bänden stehenden Namen der Text Encoding Initiative Guidelines, die vermutlich mindestens 90% von Ihnen auch schon täglich benutzen. Er wechselte dann aufgrund seiner Tätigkeit mit Markabsprachen und der damit verbundenen Einladung am XML-Standard mitzuwirken zum World Wide Web Konsortium, wo er neben dem XML-Standard, den er co-editiert hat, an XQuery und XSchema beteiligt war und war dort bis 2009 tätig, bis er Black Mesa Technologies, seine Firma, die vorhin sich auch vielleicht seine Firma gegründet hat, die er tatsächlich dann von New Mexico aus führt, aber in gewisser Weise ist er in der ganzen Welt zu Hause und sehr viel unterwegs. Zu seinen wissenschaftlichen, besonders hervorzuhebenden Tätigkeiten gehört auch die Mitorganisation der Konferenz, die seit ungefähr 10 Jahren Balisage heißt, französisch für Markup, die früher in
Montreal oder Montreal stattfand und die davor Extreme Markup Languages hieß. Und Herr Queen hat diese Konferenz jedes Jahr organisiert, koorganisiert, hat in dieser Konferenz auch bemerkenswerte Vorträge, auch regelmäßig die bemerkenswerten Abschlussvorträge gehalten. Und aus einem dieser Abschlussvorträge möchte ich nicht direkt zitieren, sondern sinngemäß, hatte er darüber berichtet, wie es ist, wenn einige Sachen nicht so gut klappen. Er hat darüber berichtet, dieser Vortrag hieß Failing Upwards. Er hat ihn 2006 in Montreal gehalten und hatte über verschiedene Entwicklungen und in gewisser Weise das Lernen aus Fehlern gesprochen und hatte allerdings auch, ich würde sagen halbironisch, seine eigene Karriere, die in der Altgermanistik, also in den klassischen Geisteswissenschaften begonnen hat, in gewisser Weise als Failure bezeichnet, weil er eigentlich nach seinem PhD-Abschluss in Altgermanistik in Stanford nicht damit gerechnet hat, dass er mal irgendwann in die Computerwissenschaft und in die Markup-Technologie beziehungsweise in den Bereich, der jetzt Digital Humanities heißt, eintauchen würde. Er hatte in diesem, in gewisser Weise über diese Umwege, die er gegangen ist, auch eine sehr enge Beziehung zur deutschsprachigen Welt oder auch zur, sagen wir mal, germanischen Welt. Also er spricht, wie Sie gleich hören werden, perfekt Deutsch. Er ist sehr häufig in Deutschland. Er war auch an der Universität Darmstadt für ein Semester Gastprofessor, jetzt vor 4 Jahren ungefähr. Und er ist in gewisser Weise fast hier auch zu Hause. Seine anderen Wurzeln sind gewisserweise von seiner Arbeit, von seinen Gastaufenthalten, die Universität in Bergen in Norwegen, was ich aus 2 Gründen ziemlich interessant finde. In Bergen war vorher Herr Thaller tätig gewesen, bevor dieses Zentrum dann weiter gegeben wurde und weiter von Klaus Wittfeld übernommen wurde. Und Herr Thaller war ja jahrzehntelang hier und ist für die Kölner Digital Humanities wichtig, besonders. Zufälligerweise, in gewisser Weise, ist auch einer der beiden Professoren des Instituts für Digital Humanities, das im Juli hier an der Universität zu Köln gegründet wurde, aus Norwegen. Da gibt es eine weitere Verbindung. Gut. Ich denke, wir haben relativ viel von Michael Spurr-McQueen jetzt, wir haben jetzt relativ viel über ihn gehört und ich möchte jetzt nicht noch länger die Chance nutzen, ihn vorzustellen, sondern ich möchte uns allen jetzt die Chance geben, ihn zu hören und seinen Abschlussvortrag zu geben. Vielen Dank, Michael. Ivan, höre du mal. Gut. Ich danke Andreas für diese einleitenden Worte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Organisatoren dieser Tagung haben den Teilnehmern die folgende Frage gestellt. Gibt es im Umgang mit digitalen Medien, in der Modellierung, Operationalisierung und Formalisierung der Arbeit mit Computern implizite, stillschweigend akzeptierte Agenden, die einer Reflexion durch einen Intellectual Criticism bedürfen? Wir sind Geisteswissenschaftler. Diese Frage besteht natürlich auf die Antwort ja. Aber wie sehe ein solcher Intellectual Criticism aus? Worauf könnte er basieren? In den 3 großen Kritiken der reinen Vernunft, der praktischen Vernunft und der Urteilskraft
hat Kant eine kopernikanische Revolution in der Philosophie mit dem Postulat eingeleitet: Unsere Erkenntnis richte sich nicht nach den Dingen, sondern die Dinge richteten sich nach unserer Erkenntnis, das heißt nach den a priorischen Formen der Anschauung, Raum und Zeit, und nach den vorgegebenen Begriffen des Verstandes, die Kategorien. Kant beschreibt den Ausgangspunkt seiner Vernunftskritik so: Wir dürfen aber die Möglichkeit solcher Sätze hier nicht zuerst suchen, das ist fragen, ob sie möglich seien, denn es sind deren genug, und zwar mit unstreitiger Gewissheit wirklich gegeben. Und so werden wir davon anfangen, dass dergleichen Vernunfterkenntnis wirklich sei. Kant meint hier die Möglichkeit synthetischer Sätze a priori, aber wir können das Gleiche von der digitalen Vernunft behaupten. Es gibt Beispiele genug, darunter die verschiedenen diese Woche in Köln vorgetragenen Arbeiten, die die Möglichkeit bezeugen, durch digitale Arbeit zur Erkenntnis zu kommen. Kant fährt fort, aber alsdann müssen wir den Grund dieser Möglichkeit dennoch untersuchen und fragen, wie diese Erkenntnis möglich sei, damit wir aus den Prinzipien ihrer Möglichkeit die Bedingungen ihres Gebrauchs, den Umfang und die Grenzen desselben zu bestimmen, instand gesetzt werden. In einem Vortrag über die digitale Vernunft erledigt man eine solche Aufgabe nicht. Aber ich möchte hier versuchen, wenigstens skizzenhaft einige Teilaspekte des Themas anzudeuten. Kant nehme ich hier als Vorbild, weil die Formulierung des Tagungsthemas klar an Kant anspielt. Es wäre sicher eine lohnende Aufgabe, eine Kritik der digitalen Vernunft aus einer rein kantischen Position philosophisch sauber herauszuarbeiten, aber als Nicht-Philosoph, sondern Informationstechniker gewordener Philologe bin ich nicht der dazu geeignete. Ich will stattdessen versuchen, aus der Praxis der Digital Humanities, wie ich sie erfahren habe, es gibt natürlich eine große Vielfalt der Praxis, ich kenne nicht alle, aber aus der Praxis der Digital Humanities, wie ich sie erlebt habe, heraus zwei Fragen zur digitalen Vernunft zu erörtern. Erstens, gibt es a priorische Formen, die den zu bearbeitenden Stoff der digitalen Vernunft ähnlich bestimmen, wie Zeit und Raum die menschliche Anschauung bestimmen, nach Kant? Und zweitens, gibt es vorgegebene Begriffe, die aller digitalen Vernunftsarbeit zugrunde liegen? Und was heißt hier überhaupt digitale Vernunft? Wie viele Philosophen unterscheidet Kant zuweilen zwischen der Vernunft und anderen geistigen Fähigkeiten. Es ist allerdings nicht vollkommen klar, genau welche Fähigkeiten er unterscheiden möchte. Und man kann nicht sagen, dass er bestimmte Termini für die Bezeichnung bestimmter geistigen Fähigkeiten konsequent einsetzt. Man kann vielmehr das Gegenteil sagen. Terminologisch unterscheidet Kant nicht konsequent die Vernunft, das Denken, den Verstand, das Bewusstsein, die Erkenntnis, das Begriffsvermögen, die Anschauung, die Auffassung, die Kognition, die Urteilskraft oder das Gedächtnis voneinander. Was Kant nicht schafft, versuche ich erst nicht. Aber ich sollte wenigstens kurz beschreiben, welche Bedeutung die Phrase digitale Vernunft hier haben soll. Mit digitaler Vernunft meine ich den Gebrauch von Computern als Werkzeuge, Hilfsmittel oder Ersatz für das Denken oder für die menschliche Vernunft. Als konkretes Beispiel interessiere ich mich heute vor allem natürlich für die Anwendung von Rechenmaschinen in der Wissenschaft. Thesenhaft lassen sich meine Ausführungen kurz zusammenfassen. Die digitale Vernunft kann nur das betrachten, was wir digital darstellen können.
Und die digitale Vernunft kann nur das berechnen, was mit den ihr zugrunde liegenden Basisoperationen berechnen lässt. Oder sie kann nur zu den Schlüssen kommen, die der ihr zugrunde liegenden Logik zugänglich sind. Wenn man digital resonieren will, braucht man erstens eine geeignete mechanische Darstellung des Stoffes und zweitens geeignete mechanische Operationen, die den Operationen des Anwendungsbereichs widerspiegeln. Dabei muss man einigen Erfordernissen genügen. Die Darstellung müssen mechanischer oder wenigstens physikalischer Art sein, damit eine Maschine sie bearbeiten kann. Die Darstellungen müssen so lange stabil sein, wie wir den Wert brauchen. Es nützt uns nichts, einen Wert speichern zu können, wenn wir bei Bedarf nicht darauf wieder zugreifen können. Weil wir keine endlichen Maschinen bauen können, muss die Darstellung eines Einzelwerts endlich sein und wir müssen uns mit einer endlichen Anzahl von ihnen begnügen. Dieser Tatbestand beschränkt unsere Fähigkeit, unendliche oder selbst beliebig große Mengen oder Werten aus solchen Mengen darzustellen, wie auch unsere Möglichkeit, Werte aus solchen Mengen darzustellen. Die Grenzen unserer Darstellungen werden auch die Anwendung der digitalen Vernunft auf den Anwendungsbereich eingrenzen. Die Darstellungsmethode sollte idealerweise alles unterscheiden können, was wir unterscheiden wollen. Und alle Operationen, die man auf die Wertdarstellungen unternimmt, sollten idealerweise das richtige Ergebnis oder vielmehr die Darstellung des richtigen Ergebnisses erzeugen. Eine systematische Kritik der digitalen Vernunft wird in großen Teilen darin bestehen, die Folgen dieser Erfordernisse herauszuarbeiten und ihre Auswirkungen auf unsere Arbeit zu verfolgen. Betrachten wir zuerst die Problematik der Wertdarstellung oder der Datenrepräsentation und dann die der Operationen. Um die physikalische Natur unserer Datenrepräsentationen braucht der Digital Humanist sich normalerweise nicht zu kümmern. Doch diese Natur ist von entscheidender Bedeutung, denn die digitale Vernunft arbeitet grundsätzlich nicht mit den Objekten des Anwendungsbereichs, nicht mit dem Ding an sich, sondern mit einer beliebigen Darstellung oder Repräsentation des Dings. Wie der Mensch sind auch unsere Datenrepräsentationen an Zeit und Raum gebunden. Aber mit den Anschauungsformen Raum und Zeit meint Kant eher etwas anderes. Wittgenstein sagt in anderem Kontext, jedes Ding ist in einem Raum. Diesen Raum kann ich mir leer denken, nicht aber das Ding ohne den Raum. Der Raum, wie Kant ihn verstand, ist im Wesentlichen der der newtonschen Physik und der euklidischen Geometrie. Dass der vollständige Raum, der selbst keine Grenze eines anderen Raumes mehr ist, drei Abmessungen habe und Raum überhaupt auch nicht mehr derselben haben könne, ist, so Kant, eine unbezweifelbare Folge unserer Anschauung. Wir, die wir nach Bolyai und Lobachevsky und Einstein leben, mögen vielleicht die Dreidimensionalität der Wirklichkeit doch anzweifeln können, auch wenn wir uns die Welt nur euklidisch vorstellen können. Für die digitale Vernunft ist die Vorstellbarkeit des nicht-euklidischen Raumes aber kein Thema. Die Axiomsysteme,
von Bolyai, Lobachevsky oder Riemann sind dem Rechner genauso intuitiv oder nicht intuitiv wie die Axiome Euklids. Eine Maschine kann die Folgen einer beliebigen Menge von Axiomen ausrechnen, ob sie die Wirklichkeit beschreiben oder nicht. Die wesentliche Einschränkung der digitalen Vernunft, was den zu bearbeitenden Stoff angeht, ist dies. Die digitale Vernunft kann nur das betrachten, was wir digital darstellen können. Was bedeutet hier digital? Wir sind heute so daran gewöhnt, dass ein Computer eine elektronische, digitale, binäre, speicherprogrammierte Rechenmaschine ist, dass man leicht vergisst, dass es nicht immer so war. Und dass digital nicht nur eine schicke Art ist, computerbasiert zu sagen. Die Gegensätze digital und analog haben eine genaue technische Bedeutung, die wir hier zu beachten haben. John von Neumann beschreibt 1957 den Unterschied zwischen analog und digital so. Die heutigen Rechenmaschinen unterteilt man grob in zwei Klassen, analog und digital. Diese Unterteilung ergibt sich durch die Weise, wie die Zahlen, die die Maschine bearbeitet, darin abgebildet werden. In einer analogen Maschine wird jede Zahl durch eine geeignete physikalische Größe repräsentiert, deren Wert in einer vorgegebenen Masseinheit gemessen der betreffenden Zahl gleicht. Diese Größe mag der Winkel, durch den eine Platte sich gedreht hat, oder die Stärke eines gewissen Stroms sein, oder die Höhe einer bestimmten Spannung und so weiter. In einer dezimal-digitalen Maschine wird jede Zahl genauso wie in der gewöhnlichen Schrift oder Druck dargestellt. Das ist als Folge von Dezimalziffern. Jeder Dezimalziffer wird wiederum durch eine Reihenfolge von Markers präsentiert. Eine analoge Abbildung kann prinzipiell eine unendliche Menge möglicher Werte abbilden. Zwischen jeden zwei möglichen Positionen einer Nadel gibt es eine dritte mögliche Position, die einen Zwischenwert abbildet. Die physikalische Abbildung einer Zahl im Kontinuum des Raums spiegelt das Kontinuum der reellen Zahlen direkt wider. In einer digitalen Darstellung dagegen ist es meist sinnlos, von einer Darstellungsform zu reden, die zwischen zwei anderen liegt. Dazu würde gehören, dass die Darstellungen selbst und nicht nur die Werte geordnet wären. Das sind digitale Darstellungen eben nicht. Man mag vielleicht denken, dass zwischen den Ziffernfolgen 1, 2, 3 und 1, 2, 5 die Folge 1, 2, 4 notwendigerweise liegen müsse. Wer aber des Chmers nicht mächtig ist und diese drei Folgen von Dezimalziffern betrachtet, wird nicht leicht sagen können, welche Darstellung und welcher Wert zwischen den anderen liegt. Wie in dem logischen Raum der Abbildungen, so auch im Raum der Werte. Die Wertmengen, die wir mittels endlicher digitaler Abbildungen darstellen können, haben niemals die Eigenschaft, dass man zwischen zwei beliebigen Werten einen dritten Wert immer finden kann. Darin liegt der Gegensatz von analog und digital. Darin liegt eine der augenfälligsten Einschränkungen der digitalen Abbildungen von Information und damit auch der digitalen Vernunft. Digitale Repräsentationen können kontinuierliche Werte approximieren, aber nicht exakt abbilden. Wer digital arbeitet, muss demzufolge ständig mit Näherungen arbeiten. Wir bearbeiten mit Rechenmaschinen, wie gesagt, ohnehin keine Zahlen, sondern nur mechanische Abbildungen von Zahlen. Darüber hinaus aber bilden wir die reellen Zahlen nicht einmal direkt ab,
sondern nur eine endliche Untermenge der rationalen Zahlen, die wir als Annäherungen für die reellen einsetzen müssen. Jeder digitalen Abbildung eines kontinuierlichen Werts haftet eine gewisse Inexaktheit an. Warum setzt man denn überhaupt digitale Darstellungen ein, wenn sie von Natur aus so unvollkommen sein müssen? Erstens braucht man auch in den Disziplinen, die intensiv mit reellen Zahlen arbeiten, selten mehr als einige wenige Wertziffern. Die Annäherung genügt. Zweitens werden auch unseren Messungen der Lage eines analogen Zeigers auch enge Grenzen gesetzt. Die Annäherung ist nicht nur für digitale Maschinen, sondern für Maschinen überhaupt ein unumgängliches Problem. Drittens und für unsere Zwecke das Wichtigste: Die digitale Darstellung kann exakte Abbildungen bieten, sobald es nicht um kontinuierliche, sondern um diskrete Wertmengen geht. Für Digital Humanities ist es daher höchst relevant, dass die menschliche Sprache, die Schrift, die Textualität überhaupt im Wesentlichen digital sind. Das Gleiche gilt für die aristotelische Logik. Beim Sprechen variieren zwar die Tonlage, die Länge der Vokalen und Konsonanten und andere Eigenschaften der Aussprache in einer kontinuierlichen Skala. Diese kontinuierliche Variation wird aber vom Hörer sofort quantisiert, digitalisiert, in die diskreten, nicht kontinuierlichen Werte überführt, die wir Phoneme nennen. Laute mögen kontinuierlich und analog sein, Phoneme dagegen sind ohne Zweifel digital. Beim Lesen wird auch die analoge Variation der Schriftgröße und so weiter digitalisiert, indem man die Grapheme erkennt. Man merke, das Verstehen gesprochener Sprache, das Lesen geschriebener Texte besteht in der analog-digitalen Umwandlung des Signals. Verallgemeinernd können wir sagen, eine digitale Darstellung einer Sachlage verlangt, dass wir die Sachlage verstehen. Eine analoge dagegen nicht. Das in die digitale Darstellung eingebaute Wissen zeigt sich in der Größe der Darstellung. Wenn wir von einer gedruckten Seite ein Foto machen, haben wir eine analoge Darstellung des Texts, die auch dann im Wesentlichen analog bleibt, wenn wir die Farbwerte der Pixel digital approximieren. Das Foto mag 67 Kilobyte Speicher beanspruchen. Eine Transkription der Seite mit Unicode braucht etwa 2 Kilobyte, weil sie nur einen Bruchteil der Rohinformation im Bild als den Träger der Bedeutung erkennt und nur diese bedeutungstragende Information aufnimmt. Es kann trotzdem sinnvoll sein, Bücher zu scannen, statt sie abzuschreiben. Weil das Scannen eher analog als digital ist, verlangt es weniger Wissen a priori. Man braucht eine Schrift nicht lesen zu können, um eine Seite der Schrift zu scannen. Und weil das Scannen nicht zwischen bedeutungstragender Information und sonstiger Information unterscheidet, wirft es weniger Information aus der Vorlage weg. Wer Bedeutung in den nicht-graphemischen Informationen der Vorlage sucht, kommt mit einem Seitenbild besser aus als mit einer Abschrift. Das Umgekehrte stimmt natürlich auch. Es ist viel leichter, die Wortfolge Ars Magna Sciendi in einer Abschrift als in einem Scan zu finden. Im Allgemeinen kann man sagen, je größer die Sicherheit, dass wir die Information verstehen, die wir bearbeiten wollen, desto wahrscheinlicher, dass wir damit digital umgehen wollen. Je größer unsere Überzeugung, dass wir die Sache noch nicht ganz verstehen,
desto wahrscheinlicher, dass wir eine analoge Darstellung der Informationen vorziehen. Man kommt leicht in die Versuchung zu meinen, dass analoge Abbildungen nicht nur mehr Informationen, sondern alle Informationen der Vorlage enthalten. Selbst ein so scharfsinniger Beobachter wie Manfred Thaler, bis vor kurzem hier in Köln tätig, hat gelegentlich von Bildern gesprochen, die allen Erfordernissen der paläographischen Forschung genügen würden. Aber Darstellungen, ob Bild oder Transkription, die alle Informationen der Vorlage bewahren, gibt es nicht und kann es nicht geben. Jede Repräsentation ist eine neue Deutung und wählt aus. Auch wenn es nicht um explizit interpretatorischen Annotationen geht, gibt es in jedem Datenformat einen interpretatorischen Ansatz. Mit Scans bildet man die visuelle Organisation einer Seite analog ab. Die Chemie des Papiers bildet man nicht ab. Und ohne Sonderbeleuchtung erlauben sie auch nicht, tintenlos geschriebene Schrift zu lesen. Es ist vielleicht hilfreich, einige Stoffe zu erwähnen, die sich nicht leicht zufriedenstellend digital darstellen lassen. Das Kontinuum der reellen Zahlen wurde schon erwähnt. Andere Wertmengen, die ähnlich geordnet und kontinuierlich oder dicht sind, bieten ähnliche Schwierigkeiten. Die Farbe variiert kontinuierlich in mehreren Dimensionen. Die Digitalisierung quantisiert notwendigerweise die Farbunterschiede. Wenn die Werte nicht geordnet sind und nicht gut voneinander abgesondert, lässt sich der Wertraum nur mühselig digitalisieren. Die Datenrepräsentationen, die die digitale Vernunft bearbeitet, muss man deuten können. Eine systematische Kritik der digitalen Vernunft muss die Vorbedingungen der Deutbarkeit und der Korrektheit erklären. Dazu hat der amerikanische Philosoph Nelson Goodman mit seiner Theorie der Notation schon viel beigetragen. Für viele der Basisformate unserer Dateien ist diese Arbeit schon geleistet. Für die Zahlen und ihre vielen Abbildungen gibt es schon gute Formalisierungen. Alle Studenten und Studentinnen der Informatik lernen die Datenrepräsentation der ganzen Zahlen schon früh kennen. Die Einzelheiten der Gleitpunktzahlen werden von dem IEEE minutiös definiert. Für komplexere Datenrepräsentationen wie Datenbanken, JSON, XML, RDF und andere mehr, kann die Kritik der digitalen Vernunft oft auf schon existierende Vorarbeiten stützen. Oft aber muss man ganz ungerodetes Land bebauen. Selbst im sogenannten Semantic Web werden viele Prädikate nur vage oder gar nicht dokumentiert oder definiert. Wenn man die Semantik der Datenrepräsentationen ernst nimmt und das eigene Denken so weit wie möglich formalisiert, so merkt man schnell, dass zwischen der geisteswissenschaftlichen Begriffswelt, zu der unsere wissenschaftliche Arbeit oft etwas beitragen soll, und den operationalisierten Bedeutungen unserer Einzeldaten leicht eine Kluft entsteht. Wie Fabio Ciotti es Dienstag ausgedrückt hat, für Distant Reading haben wir eine Methode. Dazu brauchen wir aber auch eine Theorie. Was er für das Distant Reading behauptet, trifft sicher für andere Begriffe auch zu. Es müssen nicht nur die Darstellungsformen der Einzelwerte kritisch betrachtet und beleuchtet werden, sondern auch die Operationen, mit denen wir die Werte bearbeiten. Abstrakt können wir das Problem etwa so beschreiben. Um eine Operation, die aus zwei Eingaben einen Ergebniswert erzeugt oder berechnet, nachzubilden,
müssen wir maschinell die zwei Eingangswerte des Anwendungsbereichs abbilden, eine maschinelle Operation auf diese Abbildungen vornehmen und am Ende eine Aussage über den Anwendungsbereich aus den Abbildungen wieder ablesen. Der britische Informatiker Anthony Hoare hat schon vor Jahrzehnten gezeigt, wie man die Logik eines Datentyps axiomatisch festlegen kann und wie man darauf basierend die Korrektheit einer Implementierung des Datentyps begründen kann, wie man überhaupt den Begriff der Korrektheit auf Datentypen anwendet und welche Invarianten die Implementierung des Datentyps zu gewährleisten hat. Darunter gehört, dass die Implementierung zuverlässig einem Ausnahmezustand anzeigen muss, falls die maschinelle Operation keinen Ergebniswert erzeugt. Es genügt aber nicht, wenn der Datentypentwickler Ausnahmezustände signalisiert. Der Benutzer muss solche Signale auch beachten. Dass das nicht immer so passiert, zeigt ein einfaches Beispiel aus dem Brown-Korpus des modernen Amerikanischen. Nelson Francis und Henry Kutscherer haben mit Lochkarten eine Datenrepräsentation für die Wörter der amerikanischen Sprache geschaffen. Die Lochkarten haben aber bekannterweise nur einen begrenzten Zeichensatz. Francis und Kutscherer haben dementsprechend mathematische Formel in der Vorlage nicht abgeschrieben, sondern ein Signal erfunden, das den Ausnahmezustand anzeigt, hier steht in der Vorlage kein Wort, sondern eine hier nicht wiedergegebene Formel. Im Beispiel sieht man ein solches Signal am Anfang der dritten Zeile. Die Version des Brown-Korpus, die mit dem weit verbreiteten Software-Tool NLTK, Natural Language Toolkit, verbreitet wird, hat man offensichtlich mit einem Toolchain bearbeitet, worin wenigstens ein Tool nicht darauf gefasst war, statt eines Worts ein Nichtwort mit der Bedeutung mathematische Formel zu finden. Wörter, die mit einem Punkt anfangen, haben die Entwickler dieser Tools offensichtlich auch nicht erwartet. Und die Folgen sind verheerend. Im NLTK-Version des Brown-Korpus wird das Wort oder vielmehr die Zeichenfolge großes A, kleines F zum weitaus häufigsten Substantiv der amerikanischen Sprache. Und zweitens wird aus dem einen Satz in der Vorlage eine Reihe von 5 Sätzen in NLTK Brown Corpus, worunter 2 ausschließlich das Wort the enthalten und ein anderer mit Komma anfängt. Soweit die Darstellung der Daten, mit denen die digitale Vernunft sich befassen kann. Was kann sie damit tun? Kant hat in den Kategorien Fundamentalbausteine der menschlichen Vernunft identifiziert. Gibt es solche Fundamentalbausteine für die digitale Vernunft? Gibt es Primitivoperatoren, aus denen alle zusammengesetzten Operatoren gebaut werden? Das heißt, was entspricht für die digitale Vernunft den Kategorien? Nun, die Fundamentalbausteine aller Bearbeitungsgänge in unseren Maschinen sind offensichtlich die Befehlscodes der jeweiligen Maschine. Diese lassen sich in allen heutigen Maschinen auf die Grundoperatoren der konventionellen Logik reduzieren und oder und nicht. Was mit der konventionellen Logik nicht zu beschreiben ist, lässt sich demnach digital nur schlecht nachbilden. Wie die kontinuierlichen Werte sind auch die Funktionen, die nicht wahrheitsfunktional, etwa Glauben, zu definieren sind, bekannte Stolpersteine für die Logik. Aber alles,
Was man mit der formalen Logik beweisen kann, lässt sich als Programm formulieren. Und jedes Programm lässt sich als Beweis eines Theorems deuten. Hier stoßt man auf ein ernstes Problem. Was man mit den Operatoren und Regeln der Logik berechnen lässt, das sind Beweise. Die Beweise werden aber von manchen Philosophen eher abschätzig bewertet. Kant meint, alle Beweise der reinen Logik seien im Grunde analytische Aussagen, die schon aufgrund der Definitionen der Termini wahr sind, ohne empirischen Bezug auf die Wirklichkeit. Alle rein analytischen Sätze betrachtet Kant als im Grunde leer. Wittgenstein meint ganz ähnlich, alle logischen Beweise seien im Grunde nur Tautologien. Wenn aber eine Tautologie dadurch definiert werden kann, dass sie in jeder möglichen Welt wahr sein muss, so kann sie anscheinend unmöglich über die Welt, in der wir uns befinden, etwas aussagen. Wenn wir einen Satz völlig verstanden haben, meint Wittgenstein, müsste es unmöglich sein, dass irgendeine logische Folge dieses Satzes uns überraschen könnte. Bertrand Russell berichtet, nachdem Wittgenstein ihm diese Sichtweise erklärt habe, habe Russell nicht mehr vermocht, sich für die Mathematik zu begeistern, da sie ja hauptsächlich aus Beweisen, das wären lauter Tautologien, besteht. Ähnliche Sorgen kann man um Datenbanken haben. Wenn wir eine Datenbank durchsuchen, holen wir nur das wieder raus, was wir früher da eingesteckt haben. Wie kann das uns etwas Neues lehren? Einige Sprachwissenschaftler, darunter bekannterweise Noam Chomsky, haben aus ähnlichen Gründen den Nutzen der Sprachkorpora angezweifelt. Aber die Korpuslinguisten haben wiederholt gezeigt, dass der Sprachgebrauch uns durchaus auch dann überraschen kann, wenn wir die Sprache gut kennen. Und das maschinelle Lernen zeigt uns immer wieder, dass unsere Daten Informationen verbergen, die wir gar nicht sehen. Einem allwissenden Gott mögen sowohl die maschinell durchgeführten logischen Beweise wie auch die Korpussuchen keine Überraschungen bereiten, den Menschen aber doch. Warum? Aus den vielen möglichen Gründen nenne ich einen. Die Maschinen werden nicht ungeduldig. Sie werden nicht durch das Wissen entmutigt, dass das Gesuchte in dem Korpus gar nicht existieren kann, weil es in der Sprache nicht vorkommt. Und sie finden deswegen Beispiele, die der Mensch leicht übersieht. Deswegen leisten Maschinen hervorragende Dienste bei logischen Beweisen. Beweissysteme können die ermüdenden Details der Beweisführung zuverlässig verwalten, was eine große Hilfe sein kann. Der Beweis des berühmten Vier-Farben-Satz hat keinen genialen mathematischen Einfall gebraucht, sondern die Geduld, den Problemraum in 1936 Fälle zu unterteilen und 1936 Mal zu beweisen, dass in diesem Fall die notwendigen Eigenschaften gewährt sind. Auch bei anderen Tätigkeiten wie dem Erzeugen von Konkordanzen, deswegen hier das Bild von Susan Hockey, oder der Beschreibung einer neuen Schriftart, können Maschinen nützlich sein. Der breite Einsatz von den Algorithmen des maschinellen Lernens nutzt die Fähigkeit der Maschine, langwierige Berechnungen auszuführen, voll aus. Solche Berechnungen könnte im Prinzip auch der Mensch ausführen, aber es sind nur wenige Menschen, die dazu bereit wären. Man sieht hier eine Verlagerung der Interessen. Grob gesagt kann man sagen, dass man früher
in der künstlichen Intelligenz und in der linguistischen und literarischen Datenverarbeitung gesucht hat, die Regeln der menschlichen Intelligenz bzw. der menschlichen Sprache explizit zu erfassen, so explizit, dass eine Maschine diesen Regeln folgen könnte. Implizites Wissen machte man dabei explizit. Die Lösung schwieriger Probleme bedarf oft einer neuen Einsicht. Und wenn man das Ergebnis einer Berechnung nicht versteht, hat die Frage warum einen klaren Sinn und kann eine klare Antwort bekommen. Solche regelbasierte Systeme gibt es immer noch. Aber regelbasierte Systeme sind oft zerbrechlich. Man kann sie nicht leicht skalieren. Das maschinelle Lernen dagegen erzielt erstaunliche Resultate, wie sie regelbasierte Systeme selten erreicht haben. Bei solchen Systemen werden oft weder die Datenstrukturen noch die Operationen, die zur Lösung eines Problems notwendig sind, vom Programmierer beschrieben. Stattdessen werden sie vom Programm selbst nach eigenen Regeln entwickelt. Der Mensch versteht sie oft nur schlecht, beziehungsweise gar nicht. Wenn man das Ergebnis nicht versteht, hat die Frage warum meist keinen Sinn. Wenn es uns nur darum geht, Probleme zu erledigen, mögen wir damit zufrieden sein. Die Fähigkeit, dank der übermenschlichen Geduld der Maschine Algorithmen dieser Art durchzuführen, bringt aber einige Gefahren mit sich. Eine durchgehende Kritik der digitalen Vernunft müsste dann diese Gefahren erforschen, prüfen, ob man sie entkommen kann und die Bedingungen erläutern, unter denen sie uns die digitale Vernunft nutzlos machen. Erstens besteht die Wissenschaft nicht nur in der Anhäufung von Ergebnissen oder Tatsachen. Die Tatsachen sind ohne Zweifel wichtig. Aber die Wissenschaft sucht nicht nur Tatsachen, sie sucht Einsicht, ob diese Einsicht nun dem Erklären oder dem Verstehen dienen soll. Aus dieser Sicht überrascht es vielleicht nicht, dass Topologen, die lange den Vier-Farben-Satz als äußerst wichtiges Problem betrachtet haben, den Beweis von Appel und Haken nicht enthusiastisch begrüßt haben. Von dem computergesteuerten Beweis hat man nur wenig gelernt, weil er nicht der Einsicht, sondern einer unmenschlichen Fleißarbeit entsprungen zu sein scheint. Die digitale Vernunft ist für die Wissenschaft nur grenzwertig, wenn sie nur Resultate und keine neue Einsicht liefert. Das zweite Problem, das die Geduld der Maschine uns bringt, versteht man vielleicht am leichtesten durch eine Analogie mit numerischen Berechnungen. 1957 sah sich John von Neumann dazu veranlasst, die scheinbar übertriebene Präzision der digitalen Rechenmaschinen seiner Zeit zu verantworten. In der Praxis räumte er ein, braucht man selten mehr als 3 bis 4 Wertziffer. Wozu denn eine Maschine, die mit 12 Wertziffern arbeitet? Zitat: Das Charakteristische dieser Prozeduren ist, dass sie sehr lang werden, wenn man sie in Teilprozeduren zerlegt. Die Operationen, die im Laufe der Berechnung ausgeführt werden, verstärken zuweilen die Fehler, die in früheren Etappen der Berechnung sich eingeschlichen haben. Die Kunst der Berechnung besteht zum großen Teil darin, solche Auswirkungen in Grenzen zu halten. Dasselbe Problem wird wohl in langen Berechnungen mit nicht quantitativen Daten auftreten, doch ohne die Möglichkeit, die Größe der eintretenden Fehler zu messen oder zu begrenzen. Schleichen sich solche Fehler in die langen Ketten von Berechnung und Schlussfolgerung ein, die im maschinellen Lernen ausgeführt werden? Es scheint so zu sein.
Viele Systeme dieser Art berechnen daher eine Sicherheitswahrscheinlichkeit oder Confidence Interval, Vertrauensbereich. Hier sieht man ein Bild, das man mit einer Wahrscheinlichkeit von 57,7% als Bild eines Pandas identifiziert. Und hier mit 99,3% Wahrscheinlichkeit hat man das Bild eines Langarmaffen, eines Gibbons. Das zweite Bild genügt, um zu zeigen, dass die Berechnung der Wahrscheinlichkeit selbst nicht immer zuverlässig abläuft. In dem dritten Problem geht es um die Verantwortung. Die digitale Vernunft kann heute den Behörden helfen, Steuererklärungen zur Weiterprüfung auszuwählen oder den Banken die Entscheidung um Darlehen erleichtern. Es gibt Software, die den Tatbestand eines Rechtsfalls überprüft und für die Länge des Freiheitsentzugs eine Empfehlung macht. Für solche Entscheidungen sind bisher immer Menschen zuständig gewesen. Und weil Menschen nicht immer gleich denken und handeln, erscheinen ihre Entscheidungen hin und wieder willkürlich. Durch solche Willkür können sich auch gesellschaftliche Vorurteile ausdrücken. Sie kann das Werkzeug der Unterdrückung sein. Mit der digitalen Vernunft lassen sich vielleicht solche Vorurteile bändigen. Die Software sieht nicht auf die Hautfarbe hin, sondern nur auf das für den Fall Wesentliche und Relevante, so hofft man wenigstens. Es ist aber nicht ungefährlich, solche Entscheidungen durch Algorithmen zu treffen, die wir nicht verstehen und nicht erklären können. Wir sind dann nicht in der Lage, solchen Entscheidungen informiert zuzustimmen. Und da die Trainingsdaten nicht unbedingt ganz rein sind, kann es vorkommen, dass solche Softwares sozial Benachteiligten, gegen sozial Benachteiligten diskriminiert auf eine Weise, die für Menschen moralisch unannehmbar und rechtlich verboten ist. Wenn man einem Algorithmus, den man nicht erklären und nicht verantworten kann, solche Entscheidungen überlässt, wenn der Algorithmus das Sagen hat, so unterwirft man die eigene Vernunft einer Fremden. Man entmündet sich selbst. Das wäre nicht die Aufklärung, nicht der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, sondern der Eingang in eine neue. Eine Kritik der digitalen Vernunft wird Prüfsteine bieten müssen, die uns zeigen, wann und wo man eine Entscheidung einem Algorithmus überlassen kann und wie man in einer solchen Welt die eigene Autonomie aufrechterhalten kann. Kant hat nicht nur die Vernunft einer Kritik unterzogen, er hat auch ein Wort für solche skizzenhafte Ausführungen wie die, die ich heute Ihnen vorstelle. Plane machen ist mehrmals eine üppige, prahlerische Geistesbeschäftigung, dadurch man sich ein Ansehen von schöpferischem Genie gibt, indem man fordert, was man selbst nicht leisten, tadelt, was man doch nicht besser machen kann und vorschlägt, wovon man selbst nicht weiß, wo es zu finden ist. Wie wohl auch zum tüchtigen Planer einer allgemeinen Kritik der Vernunft schon etwas mehr gehört hätte, als man wohl vermuten mag, wenn er nicht bloß wie gewöhnlich eine Deklamation frommer Wünsche hätte werden sollen. Wenn man aber nicht eben Immanuel Kant ist, dann übersteigt vielleicht eine streng durchzuführende Kritik der digitalen Vernunft die Kräfte eines Einzelnen. Mit der digitalen Vernunft wollen wir nicht unreflektiert, nicht unkritisch umgehen. Eine systematische Kritik der digitalen Vernunft
tut uns allen Not. Wenn keine Einzelperson sie schafft, so wollen wir sie gemeinsam erarbeiten, indem wir uns unsere digitale Arbeit gegenseitig vorstellen, kritisch betrachten und gemeinsam diskutieren. In diesem Sinne ist diese ganze DHD 2018 Tagung ein Beitrag zu der gemeinsam durchzuführenden Kritik der digitalen Vernunft. Ich danke den Organisatoren, dass sie uns diese Aufgabe gestellt haben. Und ich danke Ihnen sowohl für die Arbeit, die Sie schon geleistet haben, um diese Aufgabe zu erfüllen, wie auch für die Arbeit, die Sie in der Zukunft für die Digital Humanities und für eine reflektierte Kritik der digitalen Vernunft leisten werden. Danke. Ganz, ganz herzlichen Dank, Michael, für diese Keynote, diesen umfassenden, sowohl geschichtlich als auch vor allen Dingen ethisch-moralischen Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft. Und wir haben ein paar wenige Minuten für gegebenenfalls auftauchende Nachfragen, Anmerkungen und dann würden wir, ja, Andreas. Oh. Ja. Oh. Nein, ganz vielen Dank. Es war ein wunderbarer Vortrag. Ich habe eine Nachfrage, sozusagen, an der ich selber sozusagen unschlüssig bin. Ich setze an bei der Frage, beim Problem der Kategorien. Für Kant haben diese Kategorien, und Sie haben das angesprochen, in einer gewissen Weise, haben sie eine gewisse Notwendigkeit. Sie werden deduziert, sie liefern uns sozusagen auch in ihrem ganzen Geflecht das einzig mögliche Instrument sozusagen, um zum Beispiel eben intersubjektive Verständlichkeit herzustellen, da wir die Referenz auf die Objekte als Korrektur nicht haben. Aristoteles und Kant löst damit sozusagen ein Verständnis des Kategorialen ab, was bis zu ihm gegolten hat. Das ist das aristotelische Verständnis von Kategorien. Das ist ein sehr pragmatisches. Es gibt sie einfach. Es gibt sie sozusagen mit dem Blick auf die Art und Weise, wie die Vernunft funktioniert. Es gibt aber nirgendwo den Versuch, sozusagen diese Kategorien zu deduzieren oder in ihrer Notwendigkeit zu begründen. So, jetzt mit Blick sozusagen auf das Kategorienproblem der digitalen Vernunft. Mhm. Wie sehen Sie das Kategorienproblem der digitalen Vernunft sozusagen in diesem Spannungsfeld des kantischen und des aristotelischen Kategorienbegriffs? Denn Sie sind nicht mit Kant gegangen, deswegen kommt meine Frage. Ja. Sie sind hinterher in die Pragmatik zurückgegangen und haben uns also nicht das Kategoriensystem geboten, was Kant eben in den Tafeln, in Kategorientafeln abgeleitet hat. Deswegen einfach meine Frage sozusagen, meine Nachfrage zu diesem Punkt. Ja, das ist eine schöne Frage. Ich wünschte, ich hätte dafür eine schöne Antwort. Mir scheinen allerdings die Grundoperationen der unserer Maschinen nicht. Mir scheinen die keine Notwendigkeit zu haben. Sie haben eine gewisse Allgemeinheit. Russell und Whitehead haben ja gezeigt, dass aus der konventionellen Logik man die Arithmetik entwickelt und aus der Arithmetik bekommt man bekannterweise praktisch die ganze Mathematik und was braucht man dann mehr? Wie anders die Welt sein würde, wenn man mit einer anderen Logik anfangen würde, Das weiß ich nicht, weil ich keine Alternativlogik kenne, außer Fuzzy Logic. Und Fuzzy Logic
unterscheidet sich von der konventionellen hauptsächlich dadurch, dass sie kontinuierliche Werte hat. Und kontinuierliche Werte kann man ja mit beliebiger Exaktheit nachbilden. Und insofern kann man ganz gut mit heutigen Rechnern Fuzzy Logic implementieren. Das ist eine gute Frage für nächstes Jahr, für Mainz, finde ich. Wir haben jetzt eine Woche uns damit beschäftigt, was in der digitalen Vernunft alles nicht funktioniert. Aber es gibt auch noch eine weitere kantische Frage. Vielleicht haben Sie auf die für uns auch noch eine Antwort. Was dürfen wir hoffen? Oh. Hoffen darf man ja alles. Na, ich habe keine geeignete Antwort dafür. Leider. Es wurde ja viel Kant herangezogen und der ist ja nun schon seit 200 Jahren, also mit der Unmündigkeit und Aufklärung, das ist jetzt 200 Jahre her. Und das Problem damals, das man wahrscheinlich mit Unmündigkeit hatte, ist, dass das natürlich dazu führte, dass man in seinen Möglichkeiten beschnitten wird, dass man in seiner Gangart, Lebensart, wie man es vielleicht nannte, nicht so ist, wie man vielleicht will. Und in der Zeit der Aufklärung wurde das Individuum, der eigene Geist, die eigene Vernunft immer wichtiger. Und jetzt ist es so, dass man mit digitalen Möglichkeiten oder mit der Skalierbarkeit an einen Punkt kommt, wo man merkt, dass man selber das nicht mehr überblicken kann und dass man unmündiger wieder wird. Und man schleift vielleicht die Angst davor aus dieser Zeit vielleicht noch mit. Und die Frage, die ich eigentlich stellen will, ist das berechtigt oder hilft uns diese, ich nenne es mal ganz vorsichtig, neue Unmündigkeit, ja, vielleicht nicht doch weiter? Als 1998 die Blue gegen Kasparov gewonnen hat, gab es einen großen Aufschrei, die Maschinen kommen. Wenn Kasparov und die Blue zusammenspielen, schlagen die jede Maschine. Die Frage ist deswegen, wie gesagt, an Sie, diese neue Unmündigkeit, ist es vielleicht nicht doch eher was Erweiterndes oder ist es doch eher was, vielleicht, was uns doch beschneidet, aus Ihren Erfahrungen her? Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, beides. Wenn man diesen berühmten Aufsatz von Kant weiterliest, dann sieht man, dass er nicht fordert, dass man unbedingt auf die eigene Vernunft bestehen muss. Wenn einer anderer es eigentlich besser weiß, dann darf man dem folgen. Und insofern könnte man meinen, ja, wir können Software bauen, die das besser entscheidet als wir. Ich sehe aber nicht, wie man den Satz, diese Software entscheidet immer besser als ich, beweist, wenn man den Algorithmus nicht besser versteht, als man bei manchen Algorithmen es tut. Man unterscheidet gern zwischen statistischen Methoden, die an sich durchzublicken sind oder angeblich. Man muss dazu die Mathematik lernen und Methoden des maschinellen Lernens, die das nicht erlauben. Aber es gibt natürlich Grenzfälle. Dienstag wurde schon angemerkt, wenn ein Decision Tree 10.000 Knoten hat, dann ist es irreführend zu meinen, man versteht diese Entscheidungsbaum. Und insofern, meine Erfahrung ist, dass beides zutrifft und die Schwierigkeit besteht darin zu wissen, in welchem Fall
man sich gerade befindet. Und da habe ich leider kein Rat. Das heißt, wir haben auch noch nach dem Vortrag sicherlich das eine oder andere mitzunehmen, nachzudenken. Und ich möchte Michael nochmal ganz, ganz herzlich danken und gebe dann das Wort an Christoph Schöch, der die gesamte Konferenz jetzt als Vorsitzender der DHD beenden wird. Aber danke. Ja, ganz vielen Dank auch von mir. Ganz vielen Dank an alle, die an dieser Konferenz in der einen oder anderen, aber immer aktiven Art teilgenommen haben. Ganz vielen Dank. Gute Heimreise, gute Erholung und bis spätestens in einem Jahr in Frankfurt und Mainz. Tschüss.